Genau, die Frau. Nein. Was machst du denn? Wer hat denn diesen Bengel und seine Göre durchgelassen? Seine Göre, du bist mein. Seine Göre mittlerweile. Mittlerweile weiß, glaube ich, jeder, dass... Ich glaube, die Oma hat einfach alles rum erzählt. Ich glaube es auch. Facebook. Genau. Was treibt es dir eigentlich da oben? Hashtag Oma YOLO. Mhm. China. Oh Mann. China! Genau. China, Rosinia und Kilia. Graziös. Das passt graziös. Passt meine Aufstellung auch wunderbar zu rein. Wie immer, ja. Obwohl, mit nach Tara stehst du eigentlich sogar ziemlich gut da. Da kannst du schön Kilia totbeißen. Capoeira macht nur wenig Sinn da. Boah. Ist denn wieder schon der Schneckmark? Ja. Ich sehe gerade jetzt erst, wie winzig Roselia einfach ist. Mhm. Roselia wird meistens was größer dargestellt überall. Aber ich glaube, vom Pokédex-Eintrag passt das sogar in etwa. Ist aber echt niedlich teilweise, ne? Ja. Aber wir müssen jetzt mal sehen, wie extrem. Ja, wirst du dann sehen. Und Hosalsbrein und den sterbenden Schwan. Und den sterbenden Schwan. Den sterbenden Schwan, hab ich gesagt. Jetzt hat Schneckmark sogar noch mehr zu tun. Wieso eigentlich Duflo? Wie ist denn auf den Namen gekommen? Einfach auf Duflo beißen. Duft und Flora. Macht Sinn. Kampf, Flammenwurf, Roselia. Wow. Nicht sehr effektiv. Naja, es sind immerhin fast 10 Level, glaube ich, oder so, ne? Wow. Diese Augen. Fast so schön wie deine. Bäh. Nimm mal diesen krassen Flammenstrahl einfach an. Ja, schau mal, wie böse. Das meinte ich. So ein bisschen angebitscht und so, ne? So ganz leicht. Ich glaube, ich nehme jetzt mal Geheimpower. Vielleicht. Kannst du machen, aber ich bezweifle, dass es viel stärker ist. Naja, Schneckmark ist tot. Ist es? Ist es. Ist es. So, Oxiana, glaube ich. Macht ein bisschen was mehr Schaden, glaube ich. Kann sein. Hat halt die Chance auf, keine Ahnung, Paralyse, Zurückschrecken, Schlaf oder Gift oder je nach Terrain und ich weiß nicht auswendig was. Ausständig, ich weiß es nicht auswendig. Es ist immer so, je nach Terrain ist ein anderer Statuseffekt möglicherweise dabei. So, oder mal Roselia beißen. Ich hätte jetzt Roselia einfach mit Siana gehabt. Nee, warte. Doch, ja, geh auf Roselia drauf, genau. Mit Biss oder mit Geheimpower? Das ist deine Entscheidung. Biss hat Stab, Geheimpower hat die Möglichkeit, ne? Aber Biss macht eigentlich theoretisch mehr Sinn. Und Konfusion, Duflo. Jo. Einfach weil. Mhm. Oh. Krasse Spezialverteidigung. So. Krass Angriff. Vor allem hat Zauberblatt eine 100%ige Trefferrate.
Aber das ist Roselia, ne? Krass. Die fressen sich hier durch mein Team durch. Am Faust oder Mantax? Ja. Am Faust oder Mantax? Ja, dann nimm halt Mantax, weil Mantax von wegen Fliebelschlag und so. Stimmt, ja. Und was für ein mysteriöses Pokémon kommt als letztes, das unter Umständen vielleicht sogar ein Krypto-Pokémon ist? Arceus. Bestimmt. Dunkles Lugia. Nee, falsches Spiel. Ein Damhirplex. Damhirplex, aber egal. Mir egal, das ist zu komplex, dieser Name. Ich mein, Dammwild, ne? So ein Dammhirsch und so, aber ja, egal. Mit Komplexen. Ne, ein Solarplexus. Das auch. So. Was mache ich denn am besten? Beim Reinbeißen? In dem Fall sogar ja. Dammhirplex dürfte Psycho sein. Und Flügelschlag? Oder doch nicht? Hüpfstrahl einfach. Ja, ich meine, ganz umbringen will ich es ja auch wieder nicht. Dann Flügelschlag, ja, doch. Gut, das wird jetzt knapp. Lies halt gerade dem bei, mach gerade Wiki was nach, also. Gut, das frisst Schaden gegen 0. Okay. Übrigens, das Plex kommt von Perplex. Aha. Anscheinend. Also doch eher Blubstrahl. Ich weiß nicht, wenn du jetzt nochmal Blubstrahl drauf hast, könnte es zu viel sein, oder? Wirklich, ja. Egal. Falt. Ich dachte nicht, dass es so viel Schaden macht. Könnte viel zu stark sein. Weil Damhirplex auch Typ normal ist, soweit ich weiß. Davon abgesehen. Ampharos, Donnerwelle. Aber so weit war ich ja nicht gekommen, dir das noch zu sagen in der Zeit. Naja. Also, wie immer. Egal. Haben wir Zeit. Ach, haben wir das? Ja, haben wir. Okay. Ui. Ich glaube, ich brauche keine Donnerwelle mehr. Nee, weil nächste Runde ist ja wahrscheinlich eh durch. Du hättest trotzdem Paralyse einsetzen können. Das wäre eh nachher kommen, ja gut, stimmt, hätte ich machen können, egal. Okay. Mein nur frei nach dem Motto: Hey! Er hat überlebt! Psst. Oh, was? Diese Kraft! Das kam irgendwie komisch rüber. Was?
Aber es so ganz nebenbei. Jetzt frage ich, warum Hestie euch durchgelassen hat. Wie war es nur mit Alarm schlagen? Ich meinte ja eigentlich Snow dabei. Ach so. Tralala, ich will ein tragbares Heilgerät. Du grundsätzlich gegen jede Wand läufst, ne? Who needs Twitch plays Pokémon? When he has a single person playing it. Ja, komm. Do this. Ist gut. Gut. Fress Helix-Fossil. Komm, lass mich damit in Ruhe. Das ist so nervig, das hat sich überall verbreitet. Mhm. Das ist ja nicht nur noch eine Aussage, das ist ja ein Kult, das ist ja... Ist es tatsächlich, ja. Mhm. Beziehungsweise war vor langer, langer Zeit, wenn ihr euch das Video gerade anschaut. Mhm. Ich bezweifle, dass es Leute gibt, die sich das sofort anschauen. Und wenn doch, dann isst immer noch. Und vor allem esst immer noch. Hört nie auf zu essen. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Raum. Mit Kisten. Das bin ich froh, dass das auch gar nicht nach Falle aussieht. Mhm. Timeball. Wer wird uns denn überfallen? Niemand. Keiner. Es ist nämlich sogar gar keine Falle. So. Ist uns aufgefallen, wie auf jeder Ebene, selbst wenn du am selben Punkt stehst, die Kamera einen anderen Winkel hat. Ja. Es fällt auf, wenn man diese Treppe öfters runterrennen muss. Na no, ich hätte nicht gedacht, dass ihr bis zu mir kommen würdet. Boah, FPS-Einbruch. Das ist russisch, Lonja. Ah, irgendwie. Wie wär's, wenn du deine Pokémon-Start Hand mal austauschst? Vielleicht. Gut, du hast jetzt Capoeira gegen Dunkelsil, aber ansonsten. Also nach Tara weg. Oder wie? Ja, gegen Ampharos. Ampharos, okay. Du hast Octillery immerhin da. Stimmt, ja. Soweit ich weiß, das einzige Pokémon, was die Attacke Octazooka lernen kann, die anscheinend nur für dieses Pokémon gebaut wurde. Okay. Die was macht? Octazookieren. Aha. Die was macht? Taden? Hätte ja sein können. Das ist eine recht starke Wasserattacke, soweit ich weiß. Octillery ist wieder so ein Charakter, den ich nicht spiele, weißt du? Mhm. Deine Blitze auf Octillery? Ja, klar doch. Acid Eyes. Na, so ein klein wenig. Ich habe gerade schon zugestimmt, aber okay. Sie ist nicht angekommen. Du musst lauter zustimmen, mit mehr Elan. Von mir ist auch, von mir ist auch Verneinen. Ich weiß nicht, in dem Modell von Ampharos sieht das wirklich so aus, als hätte ihm jemand einfach einen Rubin in die Stirn gedrückt, nach dem Motto, es wird schon halten. Aber wirklich, es sieht nicht mehr wirklich gut stabil aus oder wirklich fest aus. Sieht einfach nur aus, als hätte das jemand reingeklappelt. Na, im Schwanz ja auch. Ja,
Aber da passt schon eher, weil das wirklich aufsetzt, aber. Ja, aufgeschraubt. Will ich einen Keifel haben? Warum eigentlich nicht? Dann bleibt Maske regen. Ein Dreifach-Kick auf Keifel? Oder wie? Ja. Okay, dann ist das erledigt. Gut, dann weißt du schon mal, was du auswechselst für nächste Runde, ne? Ja, ich glaub schon. Vielleicht unter Umständen. Mit etwas Glück. Nämlich? Capoeira gegen... Weiß ich nicht. Ampharos gegen Mantax. Okay. Wenn du das sagst. Weil... Keifel Schaufel einsetzt. Logischerweise gegen das Elektro-Pokémon. Und Mantax nämlich Schwebe hat, beziehungsweise ein Flug-Pokémon ist. Okay. Und somit davon nicht angegriffen wird. Moment, was hat Agilität eingesetzt? Okay. Capoeira. Ja, das war jetzt zwar nicht geplant, aber... Gut. Initiative stärkt, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Der Psy-Strahl sieht so gar nicht nach Strahl aus, sondern eher nach... Hier habt ihr Kreise und hier habt ihr Projektile. Pam, 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 pam. Mhm. Toho. Ja, Lobstrahl? Ja. Hau rein! Ich glaube, Keifel hält einiges aus. Ich meine, ich habe selber schon kaputt gekriegt, aber... Aber habe ich nicht, ich habe es im Team. Dürfte es momentan sogar noch ein Team haben. Das macht schon recht gut Schaden, ja. Das ist klar, aber es war eigentlich klar, dass es das überlebt. Mhm. Ansonsten kannst du jetzt ein bisschen mit deinen Flügeln schlagen. Ja. Schlag den Schiri, schlag den Schiri. Was? Was ist das denn hier? Das habe ich gerade erfunden. Ach so. Du hättest nicht gedacht, dass du Maskeregen nicht tot kriegst, oder? Nein. Übrigens, Maskeregen lebt doch. Vielleicht nicht mehr. Nachteil an Keifel ist, du kannst es eben halt nicht paralysieren. So, ich glaube, das reicht schon, oder? Theoretisch ja. Praktisch werden wir noch sehen. LOL. Sana? Eigentlich? Einfach aus. Ja. Ist ja eh egal, du bist ja eh einen Ball werfen, oder? Jo. Eben. Da kannst du auch mit Ampharos noch angreifen auf Dings. Ja, ich gehe mal unten rum. Aha! Okay. Alles. Nichts. Sehr gut. Ich habe mir überlegt, ob sich die Zuschauer vielleicht irgendwas reininterpretieren können, was ich nicht konnte. Obwohl ich schon könnte, aber das wäre zu abwegig. Bezweifle ich. Das war irgendwie fast zu erwarten. Ah. So, gegen was tausche ich Ampharos jetzt aus? Vielleicht gar nicht und du hoffst darauf, dass es sich paralysiert, weil es von Statik getroffen wird. Stimmt eigentlich, jo. Du kannst trotzdem schon mal vorher noch einen Ball werfen. Also Ball werfen kannst du auch, wenn es unterirdisch ist. Weil es logisch ist, du schießt einfach den Ball hinter dem Pokémon her. Ja.
Passt. Okay. Dass ich so schnell verlieren würde. Geld. Geld, 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 Geld. So kann ich mich doch nicht bei Madame Venus blicken lassen. Blicken lassen. Blicken lassen und wieder hoch. Weil ich doch das Ganze gleich gegen Venus kämpfen werde, Ich werde gegen ihn kämpfen. Das schon, ja. Das Schöne ist, dass ich auf jeden Fall ja sagen konnte, weil du hast weder eine Orts- noch eine Zeitangabe genannt. Oder wir machen Cliffhanger draus. Nett wie wir sind. Bin ich für. Aus der simplen Tatsache, dass ich Cliffhanger leiden kann. Ziemlich gut. Weil ich meine, warum sollten wir besser zu unserem Zuschauer sein als alle anderen YouTuber zu ihren? Weiß ich nicht, weil wir Zuschauerbindung bräuchten, unter Umständen. Ach komm, Zuschauerbindung. Doch. Auch gut. Boah, kein Bock mehr. Seine Schuld. Wir nehmen ja noch auf, ne? Ja, wir nehmen noch auf. Na okay, das war so schlecht gespielt, aber okay. Ja, egal. Wir lieben unsere Zuschauer. Ja. So, bis nächstes Mal. Okay.